Ja, ich glaube auch, dass es da einen Zusammenhang mit der Saarlandwahl gibt, denn es gab ja bereits am Wochenende, am Sonnabend, das Gerücht, dass die Bundesregierung den ESM, also den Europäischen Stabilitätsmechanismus, aufstocken wolle. Und man hat ganz offensichtlich die Saarwahl abgewartet, um dann den Menschen zu dieser Saarwahl noch nicht reinen Wein einzuschenken. Und damit kann man sagen, die CDU hat die Saarländerinnen und Saarländer hinter das Licht geführt. Die Aufstockung dieses ESM, den man, glaube ich, auch vielleicht etwas anders bezeichnen könnte, nämlich als europäischen Spekulationsmechanismus, bedeutet ja nichts anderes, als dass weiter der Geldfluss an die Banken und an die Casinos gesichert wird. Wir als Linke fordern ja seit vielen Jahren endlich die Regulierung der Finanzmärkte. Da ist nichts passiert. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich die Diskussion im Bundestag weiterentwickeln wird. Die Sozialdemokratische Partei hat ja angekündigt, dass sie einem Fiskalpakt nur zustimmen wird, wenn gleichzeitig die Finanztransaktionssteuer beschlossen wird. In der Frage Finanztransaktionssteuer sind wir mit der SPD auf einer Linie. Ich hoffe, dass sie bei dieser Aussage bleibt und dieses Jungtim nicht leichtfertig auflöst. Dann, glaube ich, können wir endlich zu dieser Finanztransaktionssteuer, von der ja so viele reden und bisher noch nichts beschlossen ist, kommen. Und damit würden wir wiederum auch die Einnahmenbasis sichern. Auch das ist ja ein wichtiges Anliegen unserer Partei.